Ja, meine Lieben, jetzt kommen wir hier bei uns im Magazin zu einer kleinen, aber doch feinen Sensation. Und zwar durfte beim traditionellen Hamburger Ledertreffen zum ersten Mal exklusiv ein Kamerateam dabei sein. Und dieses Kamerateam kam natürlich von Andersrum TV. Viel Spaß und gute Unterhaltung dabei. Das Ledertreffen hier im Speziellen bedeutet für mich, verschiedene interessante Leute aus verschiedenen Regionen Europas kennenzulernen. Das Treffen von der, die das Fetisch, also Leder, auch haben. Party, nette Leute, gute Stimmung. Party, nette Leute, gute Stimmung. Der Pluralismus der vielen Leute hier in Hamburg und die Gastfreundschaft der verschiedensten Leute hier. Es ist sehr beliebt in Europa. Das ist eine der größten Veranstaltungen in Europa. Greetings, man. Spike Hamburg and also Tom Salute is very happy to welcome you and send you a very warm welcome to the 37th Leder Party in Hamburg. Hallo, grüß euch. Oder ich kann jetzt, bin in der Verlegenheit, dass ich mich nicht entscheiden kann, ob ich jetzt Grüß Gott oder Moin sage. Thank you so much, but I think that we can work much more better. So begann das diesjährige Ledertreffen. Hier in Hamburg im Tom's Saloon. Ein Event für all jene, die dem Lederfetisch etwas abgewinnen können. Doch anstatt einen eintönigen schwarzen Brei abzuliefern, gestaltete sich das Ledertreffen äußerst abwechslungsreich und farbenfroh. Jedoch auf eine etwas andere Art und Weise. Eine Biker-Ausfahrt, die dank schöner Landschaften, einer grandiosen Atmosphäre und nicht zuletzt auch Bockwürsten jedes Jahr erneut auf ein sehr großes Interesse stößt, ein professionelles Fotoshooting bei Mr. Schatz, und natürlich auch eine Menge außergewöhnlicher Partys. Denn zum ganz normalen Treffen und Bier trinken bis hin zu den Faust-Post-Festspielen war alles nur Erdenkbare mit dabei. Und natürlich durfte eins auch nicht fehlen. Die legendäre Leather Fetish Night in Europas größter Fetisch-Location, dem Cartonium. Doch die Veranstalter, der Spike e.V., hatte nicht nur Partys für ihre Besucher zu bieten, sondern auch eine ganze Menge an Kultur. Doch was wären Kultur und Party ohne das Event, was das Hamburger Ledertreffen zu einem der meistbesuchten Ledertreffen weltweit macht? Die Abschlussparty auf der MS Stubnitz. Typisch hamburgerisch präsentierte sich diese voluminös, atmosphärisch genial und vollkommen anders als alles, was Hamburgs Partyleben sonst zu bieten hat. Das Ledertreffen 2010. Einfach ein Erlebnis. Und das für Besucher aus aller Welt. Na, der normalen Schwulengruppe war die Fetischgruppe immer so ein bisschen, ja, so was machen die überhaupt? Und man ist so, also es war immer so ein bisschen suspekt, wenn man es selbst nicht kannte. Und jeder, der in der Szene gar nicht drin war, wusste viel genauer, was da passiert, wie wir selbst. Aber es ist, mittlerweile ist es schon ein bisschen breiter, aber es ist immer noch ein anderer Zusammenhalt irgendwo. Und Sie können sehen, was ein kleiner Verein organisieren kann, also wie groß das ist und wie erfolgreich das ist. In Hamburg finde ich es einfach immer klasse und das fand ich damals an der Camp Seel und Diego klasse irgendwie halt, dass das für mich sind das auch heimische Gefühle, oben an der Reling zu stehen, zu flirten und dabei eben halt Hafenluft zu schnuppern und das ist einfach großartig. Erwartungen an einen interessanten, schönen, geilen Abend. Das war's.
Ja. Ich will noch etwas sagen, also, und das ist auf Englisch, zu alle Schwule hier in Hamburg und vielleicht auch in Deutschland. Please play hard, play often, but please play safe. Thank you.